Nehmt Zuflucht in dem wunderbaren Versprechen Jesu Christi, der gesagt hat, ich komme wieder. 1843. Unser aller Erlöser wiederkommt, um uns nach Hause zu holen. Meine Herde hat noch keine Botschaft wie Ihre gehört. Sie wollen über das Ende der Welt hören, Sir. Gottes Botschaft nie um ein bestimmtes Datum. Lucy, was habe ich getan? Mr. Miller und die, die ihm zuhören, erliegen einer großen Täuschung. Gib Gott bitte eine Chance. Das habe ich doch schon getan. Wir haben kein Geld, Joseph. Ich glaube an Gottes Wort und kenne keinen anderen Weg, um die Wahrheit zu finden. Ist wirklich alles nur ein schlau ausgedachtes Märchen? Ich betrachte mich als vom Pfad abgefallen. Mein Sohn wollte Gott, ich wäre für dich gestorben. Und wovon habe ich Sie überzeugt, Bruder Himes? Verzweiflung? Enttäuschung? Alan Harmons Visionen sind eine Lüge des Betrügers. Bruder Nichols, lass dich nicht täuschen. Wo ist dann also das Alter? Im Himmel? Sie überzeugten Tausende. Ich werde nie wieder an der Wahrhaftigkeit der Schrift zweifeln. Ich sah die Adventgläubigen auf zur himmlischen Stadt. Und solange sie ihre Augen auf Jesus richteten, waren sie sicher. Ich beantrage den Namen Siebenten Tags Adventisten. Euer Haus ist die Welt. James, Jungs, los, holt den Arzt. Ich habe zwei Söhne. Beerdigt, Mr. White, du wirst nirgendwo hingehen. Wird sich kraftvoll verbreiten unter allen Nationen, Sprachen und Völkern. Dies ist mein Zeugnis, gegeben von Gott. Unsere Botschaft ist nämlich für die ganze Welt bestimmt.